So, ich bedanke, Bruder. Ich bedanke mich bei allen. Ja, Dankeschön. Ja. 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 So, wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Ja, ich hab's gesehen. Oh, ganz gut für dich. Kannst du das? Nur symbolisch. Dankeschön. Muss ich gleich irgendwo. Symbolisch sofort weg. Bevor es dreckig wird. So, wen hatte ich noch nicht? Oh, ja, ist auch alles gut, Jan. Ja. Jan. Oh, ja, die Ohren. Ja. Jan. Ja. 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 Hallo. Moin. Ja. So, Männer, jetzt habe ich eine Bitte. Moin, mein Kamerad. Kurz und schmerzlos. Jan, die Hälfte gibt sich. Einmal hinstellen. Einmal zusammen, Männer. So. Riecht euch. Richtet alle zusammen. Ein Mann für Recht und Freiheit. Ja. Danke. Wenn Merkel da kommt, dann muss man sich hallo. Es gibt keine Worte. Ja, wir sehen uns. Deinen Hut. Ja. Also ich würde schon fast sagen, wollen wir das jetzt eben machen? Können wir jetzt eben ganz gerne machen. Ja, ich habe nachher für ein paar Leute auch noch was. Ich weiß nicht, ob das für alle reicht. Weg mit dieser Regierung! Aufarbeitung der Corona-Scheiße! Genau. Ja, für den Jan, der sich meiner Meinung nach mit so viel Mut individuell, ganz allein, gegen diesen kollektiven Wahnsinn gestellt hat. Ja, es ist immer schwierig, sich gegen eine Majorität aufzulehnen. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man ausgestoßen ist in so einer Kaserne hinter den Mauern, da hört das ja alles auf, dass von außen irgendwo Leute dir helfen können. Das weiß man, wenn man bei der Bundeswehr war. Da werden andere Gesetze geschrieben. Und deswegen bewundere ich das, dass du dich alleine gegen diese Majorität gestellt hast und das mit deinem Mut verweigert hast, die Impfpflicht. Und dass man dich heute dafür hier einsperren will, das ist, also Skandal trifft es noch nicht mal ansatzweise. Ja, das ist einfach ein Verbrechen. Und wann wollen die aufhören? Wann soll das endlich aufhören? Die Justiz exekutiert weiterhin fleißig diese menschenverachtenden Corona-Maßnahmen. Und was wir jetzt haben, ist ja nichts anderes als das, die Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen. Corona hat uns nicht erwischt, aber dafür die Maßnahmen. Schau mal, lieber Jan, ich möchte dir dafür eine Medaille überreichen. Die habe ich über meinen Kanal. Es begann mit einer Fledermaus. Ja, das soll unseren Leuten, die sich eingesetzt haben, immer daran erinnern, was sie uns angetan haben. Ja, die Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung, Ausgrenzung durch die Familien, weil man eine andere Meinung vertreten hat, die Impfung sich nicht hat bieten lassen. Und einfach, ach, es gibt noch so vieles, was ich sagen könnte zu diesem ganzen Thema. Einfach diese Resistenz zu besitzen und das zu verweigern. Da gehört was dazu, Jan. Und deswegen möchte ich dir meine Medaille. Bravo. Ja, es begann mit einer Fledermaus. Ja, damit hat es angefangen. Ne? Und deswegen meine Medaille. Peter, so, danke. Ja. Danke dir. So. Dankeschön. Dann tue ich das eben einmal. Ja, das ist trocken bleibt. Ich habe auch noch was. Das ist nicht viel. Aber wo ist mein Rucksack? Mein Rucksack. Ich hab da noch was, ich hoffe, ja, ich weiß nicht, kann mal gucken, ob das gerade reicht, ich glaube nicht, aber... Ich denke mal, die deutschen Politiker überhäufen sich immer mit Medaillen und Orden, die sie gar nicht verdient haben, die haben das gar nicht verdient, ja? Und dann nehmen wir uns auch mal das Recht raus, unsere Leute auszuzeichnen für ihre Tapferkeit. Für mich ist das Tapferkeit, ich sehe das so. Ja, wenn ein Macron den Orden bekommt des Westfälischen Friedens, ja, wofür eigentlich? Ist das ein Friedensstifter? Weiß ich gar nicht. Also die Leute bekommen das einfach. Und deswegen, ja, das wollen wir denen mal zeigen, dass es in dieser Gesellschaft wirklich Menschen gibt, die sich verdient gemacht haben. Ja. Ich sage, wir leben stehen, haben wir es verdient. Es wird noch 30 Jahre dauern, bis man uns würdigt, aber wir werden gewürdigt. Aber es dauert noch 30 Jahre. So, ich habe noch eine Kleinigkeit. So, dann bitte ich einfach mal, es sind noch ein paar alte Namensbänder und ich weiß, Soldaten, Trend, eine kleine Tradition. Ne, teilt euch das bitte auf. Ah, guck mal, ja. Ich hab Glück hier, guck mal. Du hast Schwein, mein Freund. So, Jungs. Jetzt wissen sie gar nicht, wen sie einbuchten sollen. Was war noch vorne gehen? Jan, kannst du uns kurz mal erklären, was das auf sich hat mit den Soldatenbändern?
Also, jeder Soldat hat ja ein Namensband, ne, wo sein Name draufsteht. Und die kann man, und wenn man die Einheit verlässt, dann der Soldat, der die Einheit verlässt, der gibt sein Namensband den Kameraden, die er halt am meisten vertraut und am meisten gemocht hat. Und die anderen Kameraden tun das dann auch, weil er dann geht, bekommt man dann auch von denen halt ein Namensband. Und das ist halt so ein kleiner Soldatenbrauch. Und weil ich hier so viele gute Kameraden habe, haben die es verdient. Und ich hoffe, es reicht. Danke. Weitergeben. Gib mal zu. Ansonsten muss noch hier nachgearbeitet werden. Oder blau für die Marina. Jawohl. Genau, für Marina. Das war die kleine Erklärung. So, was übrig? Hast du eins? Ich hab schon eins, aber hier, wer hat noch nicht? Wer möchte noch? Ja, reich mal hier, verteil den Bord! Ja. Steck ein, du wirst immer verteilen. Austausch. Ja. Okay. Wie geht's dir jetzt, Jan? Jetzt geht's mir wieder super. Jetzt geht's mir ganz gut. Ich bin gleich gespannt. Wo ist Karl? Hier. Ah, mit ihm gehe ich gleich rein. Willst du das erklären, was du vorhast? Ja, gerne. Hau raus, mein neuer Freund. Wir sehen uns zum ersten Mal. Darf ich kurz vorstellen, ich bin Karl Humitsch von der Menschenrechtsorganisation United for Freedom. Ich bin Chef für Deutschland und stellvertretender Vorsitzender der Ethikkommission unserer Vereinigung. Deswegen bin ich hier, um zu sehen, was sie hier mit dem guten Jan machen. Denn das geht gegen die Menschenrechte. Wir sind strikt dagegen, was ihnen hier passiert. Denn wenn man überlegt, alleine die Phrase Solidarität gegen einen Soldaten auszusprechen, ist eine Riesenspannerei. Man sagt ihm, er wäre nicht solidarisch gewesen, weil er sich die Spritze nicht geben lassen. Dieser Mann geht für Leute durchs Feuer, ist Berufssoldat, und Leute, die zu Hause sitzen, Kaffee trinken, verlassen sich auf Leute wie ihn, auf seine Solidarität, dass er sein Leben gegebenenfalls hingibt für diese Menschen. Und die setzen sich hin bei Kaffee und Kuchen und sagen, dieser Soldat ist nicht solidarisch, weil er sich nicht diese Spritzen hat geben lassen. Und in Wirklichkeit seine Kraft sozusagen erhält dadurch, dass er sich gut informiert, dass er sich klug und mutig verhält. Und der gehört nicht ins Gefängnis, sondern was ihr hier gemacht habt, dass er in Orden kriegt. Der ist nämlich einer, der ihn wirklich verdient hat. Dankeschön. Und ich bin jetzt hier, um reinzugehen und das den Herrschaften hier zu sagen, die hier was zu sagen haben. Denn wir erwarten, dass er hier nicht diesen Haftantritt, der also hier nicht antreten muss, das ist ja völliger Humbug. Hier werden Gesetze gemacht, wo noch zu klären ist, ob sich das Ganze um einen politischen Prozess handelt oder ob der evidenzbasiert ist. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Gerichte entscheiden aufgrund einer gewissen Evidenzlage, die man so dargestellt hatte. Und der Richter dann sagt, okay, darauf muss ich dann hören. In Wirklichkeit haben wir ja nun inzwischen die RKI-Papiere, wir haben die Pfizer-Dokumente, wir haben ganz andere Evidenzlage, die gesichert ist. Und auf dieser Situation kann man ihn nicht ins Gefängnis stecken, sondern der darf da gar nicht rein, bis die Sache geklärt ist. Und Herr Lauterbach behauptet, er würde für die Aufklärung sofort sich einsetzen. Und passiert gar nichts. Wer einsitzt, ist er hier. Solange der Herr Lauterbach sich nicht rührt. Das geht überhaupt gar nicht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er hier so lange warten muss, bis Herr Lauterbach sich endlich bereit erklärt, seine Arbeit mal vernünftig zu Ende zu bringen und das einzuhalten, was er verspricht. Nochmal eine Nachfrage dazu. Gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, die Strafe abzuwenden? Na gut, es hängt davon ab, die haben ja hier die Möglichkeit, ihn wieder nach Hause zu schicken. Das ist ja auch keine, also er wird, man kann ja, das ist ja keine Gewalttat. Wenn ich überlege, was hier am Messerstechereien passiert und wird kaum was darüber gesprochen. Und so ein Menschen hier führt man hier vor, in der Öffentlichkeit auch, als einen Verbrecher und sperrt ihn hier ein. Also ich finde das auch richtig, dass du das gemacht hast, nicht die 600 Euro zu bezahlen, sondern auf Gerechtigkeit hinzuarbeiten. Das tun wir von der Menschenrechtsorganisation United for Freedom ja auch. Wir sind nur noch nicht so nach vorne gekommen, weil
Wir haben uns neu aufgestellt, haben gesehen, was hier passiert. Wir haben andere Tätigkeiten bisher gehabt. Und wir verfolgen jetzt diese Dinge weiter, solange bis geklärt ist, ob es sich in der Tat um politische Prozesse handelt. Dafür sind auch die RKI-Dokumente noch, die Aufarbeitung erforderlich. Oder also auch insbesondere, ob die evidenzbasierten, ob die, sozusagen die Urteile evidenzbasiert sind oder ob sie politisch sind. Wenn es sich herausstellt, dass das politisch gewollt ist, dann haben wir es meiner Ansicht nach mit politischen Prozessen zu tun. Und das ist in der Öffentlichkeit und auch in der Welt bisher nicht bekannt, dass es in Deutschland politisch Verfolgte und politisch Gefangene jetzt geben würde. Wir legen Wert darauf, dass das umgehend geklärt wird. Dass der Herr Lauterbach nach vorne kommt, seine Versprechen wahr macht und wir diese Frage klären können. Dann wissen wir, wer wirklich ins Gefängnis gehört. Also Sie könnten ja normalerweise die 600 Euro bezahlen, aber Sie wollen es nicht. Sie wollen ein Zeichen setzen. Ja, das will ich. Jan und hat deine Familie unter Nummer, das Reservier doch gebraucht. Ich werde bitte dran melden, ja. Ja, ich gebe das alles an Sabrina weiter und dann bitte nachher alle mit Sabrina Putsch schließen und dann werden Nummern ausgetauscht und wir werden sehen, wohin gleich die Reise geht. Auf jeden Fall werde ich sagen, sturmfest und erdverwachsen, ne? Und ich werde da durchstehen. Und wir werden ja gleich sehen, wenn wir jetzt hier dahin gehen, ob ich gleich mit rauskomme oder nicht mit rauskomme. Ich habe für den Fall der Fälle alles gepackt. Ja, und natürlich bin ich froh, wenn ich nachher den zu Hause wieder auspacken kann. Aber ansonsten bleibe ich hier und werde das aussitzen. Was haben Sie denn für, was haben Sie denn für ein Gefühl, wie die Leute hier entscheiden werden? Also haben Sie dann Vertrauen, dass Sie vielleicht rauskommen heute? Oder denken Sie, nee, die werden ihre Befehle oder ihre Vollstreckung so durchsetzen, wie das auch geplant war? Ja, ich schätze ganz stark davon, also ich gehe wirklich ganz stark davon aus, dass die Beamten jetzt sagen, wir machen nur unseren Job, wir haben Papiere von ganz, ganz oben und dem widersetzen wir uns nicht. Und die ziehen das eiskalt durch. Davon gehe ich aus. Wir füllen ja nur Befehle aus. Genau. Dann sollen Sie mal die Messerstecke aus dem Boden machen. Ja. Da kümmert sich gar nicht. Moin. 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 Wir haben telefoniert. Ja. Der Motor läuft. Ja. Wollen wir denn gleich da irgendwie an der Front oder? ein Foto wäre richtig toll, wenn wir alle gemeinsam ein Foto machen könnten. Das wäre sehr schön als Andenken. Ja, ja, dann. Wer alles auf dem Foto will, einfach hier. Ich habe die gerade eingeräumt, sonst soll ja nicht dreckig werden hier. Auf einen Daumen drauf. Ja, Wir haben nur telefoniert, ne? Bitte? Sabrina, Foto. Perfekt. Dankeschön. Ich habe noch zwei Leute vergessen hier zum Arm hier, oder? Ja, los. Was mit dem Arm auch, du? Nicht so hoch sonst, ne? Wenn ich ja eh schon da, glaube ich, eingeschaut. Ich bin schon erlaubt. Schön. Ich bin jetzt mal ganz normal. Ja, da ist die Zelle voll trocken. Gut. Jo. Wir machen mal so, macht man bei euch, ne? Ja. Kriegen wir hin. So, ich hab Bock. Schabock. Ja, ohne die, dass er ein bisschen vorlaufen lassen.
Ja. Die haben Dinge vor, habe ich mir sagen lassen. Ja, mach ihr Wein da mal. Oh. Wollen wir da jetzt reinmarschieren? Jetzt marschieren wir rein. Nee. Ich würde sagen, wir marschieren auch wieder raus. Ja, jetzt reichen wir. Und den Jan nehmen wir mit. Sehe ich eigentlich ja auch so. Jetzt gehen wir erstmal frohen Mutes rein. Dann legen wir uns den Kopf machen. Das ist die Hilfe von oben wegen der globalen Erwärmung. Den Regen ist immer ganz gemerkt. Ich bin jetzt hier bei der JVA Lingen-Damaschke. Ich bin eigentlich vor Stimmung, also ich bin nicht froh, dass ich da rein muss, aber ich bin frohen Gemüts. Ich bin nicht depressiv, ich bin nicht selbstmordgefährdet, weil so unfreundlich und unkooperativ wie die da waren, muss man mit den Schlimmsten ausgehen. Und deswegen will ich einfach nur sagen, ich bin nicht selbstmordgefährdet, ich bin gerade heiter und ich werde da auch gleich bezeugen, dann sicher. Gesund reingehen und das sind alles Zeugen, dass ich halt nicht stark depressiv selbstmordgefährdet bin. Und falls ich doch noch irgendwie mit einem Telefonkabel um den Hals gefunden wurde oder so, ne? Ich war es nicht, ich kann damit nicht umgehen, ich besitze nur Handy. Dazu muss ich ja noch sagen, Hochachtung vor dir und solche Soldaten braucht dieses Land und nichts anderes. Ja? Genau, ganz einfach. Wir brauchen Soldaten und keine Roboter. Ja.